Bayerische Folklore vor blau-gelbem Hintergrund. Bayern, das ist nicht nur die CSU, soll das wohl heißen. Die Schlappe der letzten Landtagswahl ist bei der FDP noch nicht vergessen. Gestern Abend in Nürnberg, der kleine Saal ist überfüllt. Die Spitzenmannschaft der Freien Demokraten hat sich angesagt. Die FDP unter Martin Bangemann will jetzt ihren Anteil an der Wende in Wählerprozente einwechseln. Ausgerechnet der Macher der Wende, der Außenminister ohne Parteiamt, steht hingegen für politische Kontinuität. Ein merkwürdiges Gespann, unterschiedlich in Temperament und Außenwirkung. Wirklich ein Gespann im gleichen Schritt und Tritt? So jedenfalls war es vor 2 Jahren gedacht. Nach Genschers Rücktritt vom Parteivorsitz sollte im Windschatten des neuen Zugpferdes lediglich Schulterschluss auf dem Rücksitz demonstriert werden. Heute scheint es umgekehrt. In der Popularitätskurve der Bonner Politiker weit an der Spitze macht auch die Parteibasis, frei von zentraler Gängelei, Genscher zu ihrem Spitzenmann. Für sein Konterfei am Straßenrand gibt man allein in Nordrhein-Westfalen 500.000 Mark extra aus. Ludwigshafen am Dreikönigstag. Im Wahlkreis des Bundeskanzlers, bislang gehalten von der SPD, zeigt Martin Bangemann verhalten Flagge. Klamauk liegt ihm eigentlich nicht. Aber ohne ein bisschen Zirkus geht wohl gar nichts in dieser liberalen Diaspora. Erstaunen jedenfalls in der Fußgängerzone, wer da wohl vorüberfährt. Am Abend, wie häufig in diesem Kurzwahlkampf, wieder ein voller Saal. In Kaiserslautern ist der Wirtschaftsminister in seinem Element, ein wenig weitschweifig, oft mit zu leichter Hand. Aber er kommt an, vor allem mit seiner Forderung nach rascher Steuersenkung. Unser Steuersystem ist ungerecht. Es fängt schon unten an. Wenn ein Ehepaar Sozialhilfe bekommt, dann bezahlt es natürlich auf die Sozialhilfe keine Steuern, das ist ja auch klar, es bekommt eine staatliche Leistung. Wenn dasselbe Ehepaar dieselbe Summe verdient durch eigener Hände Arbeit, dann muss es entweder Lohnsteuer oder Einkommensteuer zahlen. Und das ist völlig unverständlich und deswegen sagen wir, das Existenzminimum soll überhaupt nicht mehr besteuert werden. Auf einer Welle von Sympathie und Wertschätzung getragen, kann Hans-Dietrich Genscher sogar auf die Jugend setzen. Bei den jungen Liberalen in seinem Wahlkreis Wuppertal reicht schon bloße Anwesenheit als Ansprache. Der Vergleich sensibler Körperteile zwischen Tuffy, dem Elefanten, der aus der Wupper gerettet wurde, und dem Kandidaten, der von der Wupper wieder in die Weltarena einziehen will, das hat schon etwas von Nestwärme und Neubeginn. Wir sind wieder wer, aber nicht ohne diesen Mann. Marktwirtschaft und Mittelstand, das scheint nur noch liberale Software. Harte Forderung ist die Person als Programm. Kein Zweifel, Genscher ist die Nummer 1. Er weiß das und er genießt es ungeniert. Das stete Lob für den Wirtschaftsminister ist im Grunde nur Anlauf in die eigene Zielgerade. Damit da gar kein Zweifel besteht, zu dieser Entspannungspolitik der 70er Jahre gehört die Schlussakte von Helsinki, gehören die Ostverträge und da soll sich niemand täuschen. Mit uns gibt es keinen Weg zurück in die Zeit vor den Ostverträgen. Das Nein der FDP zur Forderung nach einer Wende, endlich auch in der Außenpolitik, in Nürnberg wird es natürlich besonders vehement vorgetragen. Allen voran vom Parteichef selbst, der damit liberale Identität mehrt. Wir werden in dieser Frage dem nicht folgen, was die CSU uns und anderen jetzt weismachen will. Entspannungspolitik bleibt eine Aufgabe deutscher Politik. Wie auf Stichwort erscheint der Garant dieser Politik. Ein Auftritt wie ein Theatercoup, nicht geplant, aber wirkungsvoll. Genscher ist nicht nur Wahlmagnet, sondern auch Faustpfand für spätere Koalitionsverhandlungen. Der Landesvorsitzende beseitigt jeden Zweifel. Die CSU sollte sich diese Diskussionen sparen. Sie weiß, diese Koalition wird fortgesetzt mit dem Außenminister Hans-Dietrich Genscher oder sie wird nicht fortgesetzt. Der Unbekümmertheit des Parteichefs tut es offenbar keinen Abbruch, ob man ihn im ersten oder zweiten Glied sieht. Wenn es ein Erfolg wird, dann war es eben ein Verdienst im Gespann. Wie solche Gespanndienste allerdings in die Partei hineinwirken, bleibt ungewiss. Ein Salto, selbst vom FDP-Generalsekretär, lässt sich nicht beliebig oft wiederholen.